Also, wir sitzen jetzt zusammen, Feldner, im Wald heute Morgen. Denn da ist auf dem Rückwechsel immer mal wieder schon Schwarzwild, auch bei Tage gewesen. Und darauf hoffen wir natürlich jetzt. Vor allem eins, eine bestimmte Sau läuft herum. Ja, ich würde sagen, wir verlieren auch gar nicht viel Zeit. Denn das Licht arbeitet jetzt gegen uns, aber auch gleichzeitig mit uns natürlich. Sehr weise Worte. So, Käppi. Zwei Rehe stehen noch auf dem Acker. Vielleicht sehen wir die auch gleich. Aber es ist ja noch März. In der Zeit, wo Winterlinge, Schneeglöckchen und auch die ersten Anemonen bereits blühen, hat man gute Chancen auf ein Stück Schwarzwild. Denn die Bachen schlagen die Frischlinge des letzten Jahres ab. Leichte Beute, so ganz ohne erfahrene Führung. Doch die Zeit ist besonders gefährlich, wenn es um den Tierschutz geht. Im Gegenhang hatte Ruven etwas entdeckt. Eine einzelne Sau. Das Paradebeispiel, bei dem zu dieser Zeit äußerste Vorsicht geboten ist. Auf jeden Fall alleine. Guck mal Ruhe an erstmal. Nee, der kleine Braune ist es nicht. Ist keine Wache. Ja, ich muss einen kleinen Anzahl. Ist der kleine? Ja. Der steht natürlich jetzt auch sehr ungünstig. Knackt denn hier so? Das sind 12 Monate Schwein, weißt du? Also 5 Strichen leise. Nichts leise. Weiß ich nicht. Leise. Hast du's? Jetzt geht er den Anbruch. Hast du's? Ja. Jetzt in die Lücke. Jetzt nicht mehr. Warte, jetzt geht er ab. Ich werd wahnsinnig. Wo ist er denn? Links hoch ist sie jetzt. Ich seh's noch nicht. Links hoch von der Gruppenrichtung kommen werden. Tja, das war eine schwierige Situation, oder Ruben? Ja, ganz schön viel Aufregung am frühen Morgen. Es stand tatsächlich eine Sau da. Wir dachten erst an unseren gesuchten, ja, ich werde nicht sagen verwaisten Frischling, aber so ein kleiner Furz läuft ja hier rum. Und das hat auch eigentlich gepasst. Wir wollten natürlich 100% sicher gehen, dass man keine Bache jetzt schießt, weil Herz ist einfach die gefährliche Zeit schlechthin beim Schwarzwild. Und irgendwas hat die Sau bemerkt. Der Wind kommt eigentlich ganz gut. Hat nach unten geäugt. Und dann hat es sich breitgestellt. Da konnte ich so einen Pinsel sehen. Aber es gibt das Phänomen, dass Sauen auch einfach nur einen Frischling haben, einen Strich an der Stelle haben wollen. Ein Pinsel zu vermuten wäre. Deswegen wollte ich 100% aufpassen. Ich hatte ein bisschen Gras davor. Da hat sich drauf gedreht. Dann habe ich die Steine hinten gesehen, die Klötze. Dann ist sie ab und dann konnten wir keine Lücke mehr finden, die für uns beide passt, glaube ich. Aber ich war wirklich drauf und dran. Da hat vielleicht eine Sekunde gefehlt. Mal gucken, vielleicht kommt da unten was nach, weil sie ja runtergesichert hat.
glaube ja. Sieht so aus. Nach dem Frischling kam noch Rehwild in Anblick und wir genossen den wunderbaren Frühlingsmorgen auf einem meiner Lieblingsplätze. Augenblicke im Leben, bei denen man einfach mal zur Ruhe kommen kann. Da uns ein Weißwurstfrühstück erwartete, zog es uns mit knurrendem Magen und Lust auf einen Schluck Weißbier wieder hinunter von der Kanzel und so ging ein spannender Morgenansitz mit vorbildlichem jagdlichen Verhalten zu Ende. Ein herrlicher Morgen und auch eine herrliche Nacht. Wir waren heute Nacht schon unterwegs, Felix und ich, haben ein paar Schadstellen angefahren, hatten auch eine Sau auf Wildkamera, die dann aber weg war, als wir da ankamen. Das war ein bisschen schade, aber trotzdem sehr spaßig, denn ja, einfach auch schön mit dir Zeit zu verbringen, Felix. Und jetzt heute Morgen war es ja auch wirklich genial. Wir kamen an, die Sau war schon da und es war eine passende Sau. Wir haben lange noch hinterher überlegt, hätten wir sie schießen sollen. Also gut, klar, wir wollten sie schießen. Man hätte sie auch schießen können, sicherlich, aber Saujagd ist keine Wahrscheinlichkeitsrechnung oder man kann es ja auch sich so ausmalen, irgendwann geht es in die Hose und man muss sich einfach jetzt 100% klar sein, wenn man auf ein Wildschwein schießt, dass es keine führende Sau ist und keine Sau ist, die unbedingt jetzt voll beladen ist, kurz vorm Frischen, ASP hin oder her. Und insofern haben wir da alles richtig gemacht. Und der Morgen wurde ja auch noch richtig toll, wir wurden versöhnt mit herrlichen Bildern von Rehen in der Sonne. Eine wunderbare Frühlingsstimmung und jetzt freue ich mich aufs Frühstück. Danke, Felix, für die schöne Zeit mit dir. Hat richtig Spaß gemacht und das wiederholen wir irgendwann mal.